Wochenvorschau für alle Sternzeichen diese Woche. Viel Spaß beim Gucken. Wochenvorschau für alle Sternzeichen vom 1. bis zum 8. Juli. Wieder. Diese Woche ermutigt dich, gemessen und ausgewogene Handlungen zu ergreifen und nicht zu versuchen, irgendwas den Menschen um dich herum aufzuzwingen. Beiße die Zähne zusammen. Verstehe, dass deine Entwicklung ein wenig Diplomatie erfordert, was nichts anderes als Respekt für andere bedeutet. Geduld und Taktik werden die besten Waffen in dieser Woche für dich sein. Stier, der Himmel schützt all deine Fortbewegung und Kommunikationsmittel diese Woche. Nutze es optimal, um die Atmosphäre zu genießen, die sich hervorragend für Spaziergänge in der Natur eignet. Es liegt in deinem Interesse, nervöse Spannungen durch sanftes Training zu begrenzen. Zwillinge, wie kannst du die Dinge umdrehen, um verlorenen finanziellen Komfort zurückgewinnen? Diese Woche bist du hochmotiviert, unternehmungslustig und entschlossen, deine Geldsorgen anzugehen. Hör auf, Geld zu verschwenden, stopp unnötige Ausgaben und andere soziale Verpflichtungen, die dein Budget belasten. Du wirst feststellen, dass du nicht mehr unter finanziellen Stress leben möchtest, auch wenn das bedeutet, deinen Lebensstil etwas einzuschränken. Krebs, atme tief durch. Es ist eine Woche für dein Wohlbefinden. Du bist in guter Verfassung, also begrüße diese neu gewonnene Vitalität, wie es sein sollte. Vermeide, soweit es geht, mürrische Menschen. Es wäre schade für deinen schönen Geist, wegen der Energien anderer Menschen zu senken, die weniger leuchtend sind als deine. Löwe, du wirst in der Lage sein, ein bloßer Zuschauer zu bleiben. Deine geistige Wachsamkeit wird es dir ermöglichen, sich die Möglichkeiten vorzustellen, die für deine Zukunft am günstigsten sind. Du musst deine Geduld vertiefen, um die Phase erfolgreich zu durchlaufen, ohne Beziehungsstress. Jungfrau, du wirst in der Lage sein, deine Gefühle zu verbalisieren, deine Emotionen und Bedürfnisse besser zu verstehen und deine Sensibilität besser zu kanalisieren. Deine Konfiguration ist vorteilhaft, um deine wichtigsten Bindungen in deinen Augen durch Dialog zu stärken. Waage, dies ist eine Gelegenheit, um deine Kreativität zu entfesseln, um freien Austausch mit deinen Lieben aufrechtzuerhalten. Traue dich, neue Methoden auszuprobieren oder andere Standpunkte einzunehmen. Deine Instinkte ermöglichen es dir, kreative Veränderungen in dein Leben jetzt vorzunehmen. Du schaffst das. Skorpion, was wäre, wenn du deinen Pragmatismus ablegen und das Leben seinen Lauf nehmen lassen würdest, indem du loslässt? Diese Woche lebt dich Neptun dazu ein, genau das zu tun, wie ein Kind, das sich an allem, was ist, in jeder reinen Unschuld des Augenblicks erfreut. Was dich erwartet, kann wunderschön sein. Schütze, die Atmosphäre ist entspannt. Stelle sicher, dass du deine Projekte durchführen kannst. Die Woche ist sehr vorteilhaft für dich. Treffe keine Entscheidung, wenn du nicht das Bedürfnis wirklich dazu hast. Es besteht kein Grund zur Eile. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Schließe dich nicht von anderen Menschen ab. Öffne deine Ohren weit und vergiss alte Streitigkeiten.
Steinbock, deine Beliebtheit wächst. Deine Verdienste werden anerkannt. Türen öffnen sich und Chancen ergeben sich. Egal welche andere möglicherweise nachteiligen Transite du gerade durchmachst, durchlebst. Bleibe aufmerksam und verfügbar für all diese Turbulenzen, damit du von diesen Vorteilen profitieren kannst. Wassermann. Der Einfluss des Mondes gibt dir einen zusätzlichen Schub, um dich durchzusetzen, Projekte zu gewinnen und einen schönen Eindruck auf deinem Weg zu hinterlassen. Wenn du ein neues Projekt besprechen, einen Vertrag verhandeln oder eine Gehaltserhöhung bitten möchtest, ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt in der Woche. Fische, wenn Jupiter im Sextil mit deiner Sonne zum Zeitpunkt deiner Geburt steht, manifestiert sich eine ausgezeichnete Einflussnahme durch deine tägliche Ereignisse, die harmlos erscheinen, aber letztlich sehr vorteilhaft für die Entwicklung deines Lebens sind. Chancen ergeben sich durch Freunde, deine Beziehungen, durch Bekannte und deine Begegnungen. Nun wünsche ich uns allen eine super schöne, gute Woche und vor allen Dingen kommt gut in den Juli. Tschüss!